Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sheltered. Und die Carola ist bei der Apotheke und da gibt's schon wieder Leute, die uns zumindest mal sprechen wollen. Und wir schauen einfach mal, oh, der hat so ein Brecheisen in der Hand. Wir wählen mal die Carola aus. Die Carola ist ganz gut, jawohl. Und, kann ich dir behilflich sein? Was glaubst du eigentlich, mit wem du es hier zu tun hast? Nicht viel, würde ich mal sagen. Wir gehen. Freunde, wir gehen. Beachte mich einfach nicht. Ich werde mich einfach wieder auf den Weg machen. Aber wir können uns doch jetzt bestimmt... Oh, wir müssen wieder mitwirken. Das gibt's doch nicht. Kommt zu nichts mehr hier. Außer am Funkgerät rumzuhängen. Beweg deinen Arsch hier rüber. Du sollst dich nicht umgucken. Beweg dich. Maria... Maria Jones. Maria Indiana Jones. Wir wählen mal, schwierig. sieh dich doch mal an, du bist eine Katastrophe. Ich kann dein Leben nicht wieder ins Lot bringen. Doch meine Waren können ein gutes Stück dabei helfen. Für den richtigen Preis gehören sie dir. Sieger wissen, wie man das Beste aus Fehlschlägen macht. Und du bist ein Fehlschlag, aus dem ich Kapital machen will. Tja. Zack, zack, zack. Ha? Machen wir so, ja? Lass den Kopf nicht hängen. Oh, guck mal, die Nancy hat Charisma dazu gewonnen. Tipptopp. Jetzt können wir in die Apotheke. Oh, das ist cool hier. Ei, kein Platz mehr. Ach, da müssen wir gucken. Die ABC-Schutzmaske muss natürlich mit hier. Kordit behalten wir. Wir lassen mal den Klebestreifen hier. Schrotthaufen ist immer gut. Und nehmen die ABC-Schutzmaske mit. Jawohl. So, wie sieht's aus, Scott? Du könntest eigentlich dich hier noch ein bisschen vergnügen. Und der Jens auch. Und wie sieht das aus? Die werden verwendet. Okay, Übertragung annehmen. Großes Haus. Wollen wir uns natürlich angucken. Kurzer Blick aufs Notizbrett sagt uns, alles ganz gut in Schuss. Alles ganz gut in Schuss. Der Wasserkondensator ist auch okay. Wasser ist auch gleich voll. Was macht denn sie hier eigentlich? Maria, was machst du denn hier? Ach, die will schlafen bestimmt gleich. Aber die Margaret, die könnte doch auch noch mal ein bisschen trainieren. Und... Schutzraum. Bei diesem Schutzraum etwas gefunden. Aha. Ventil. Also Batterie geht schon mal, ne? Holz geht auch. Sicherung geht nicht. Ach komm, wir lassen mal hier ein bisschen Werkzeug hier. Nehmen wir die Sicherung mit. Nehmen wir das Ventil mit. Farbe wäre auch statt Streichhölzer zum Beispiel. Können wir die Farbe ruhig mitnehmen. Das lassen wir auch mal hier. Ja, Zement haben wir eigentlich reichlich. Jo. Tippitoppi. Ach, die putzt. Na toll. Bei diesem großen Haus haben wir auch noch etwas gefunden. Oh ja, hier, ABC-Schutzmaske. Cool. Schrotthaufen. Cool. Leder würde ich, haben wir viel, aber Farbe auch. Lass mal das hier, nehmen wir die Farbe mit. Und Schallplatten haben wir eigentlich fast genug. Leder nehmen wir noch mit. Holz brauchen wir nicht wirklich. Brennstoff, Lebensmittel brauchen wir nicht. Brennstoff wäre noch eine Idee. Lasst uns noch ein bisschen Brennstoff mitnehmen. So, Plaste brauchen wir nicht. Buch brauchen wir nicht. Na, das ist okay. Das passt schon. Tipptopp. Wunderbar. Scott hat erhöht Geschicklichkeit. Sehr gut. Und geht jetzt in die geile Toilette rein. So. Jens ist aufgestiegen. Der könnte noch mal ein bisschen putzen. Das haben wir ja nur abgebrochen mit der Maria. Wieso das eigentlich? Weiß es nicht. So. Wie sieht es denn hier aus? Irgendwelche... Ja gut, dieser Schlägertrupp ist natürlich... immer noch präsent. Und der Scott, der könnte weiter trainieren, 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 trainieren am Sandsack.
Auf jeden Fall. Tankstelle. Na gut. Schade, dass es nicht noch andere Möglichkeiten gibt zum Trainieren, außer Boxsack oder zum Fähigkeiten-Upgrade. Jetzt, außer jetzt in der Gegend rumzulatschen. Na gut, wir wählen aber mal gleich die Carola aus, die ist nämlich gut drauf. Nur auf der Durchreise, sehr gut. Eine Hand wäscht die andere, breiten wir unsere Waren aus und tauschen eine Feder. Eine Feder gegen so ein Leppi. Zum Beispiel. Wäre eine Möglichkeit. Wie viele Federn haben wir denn aktuell? Man weiß es nicht. Oder wir tauschen. Ach komm, machen wir so. Ey, ja. Tipptopp. Wunderbar. Federn waren doch mal Mangelware, oder? Und aktuell? Aktuell wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ich sehe hier keine Federn. Ich sehe wirklich keine. Weil ich blind bin. Hier, 9 Stück. Naja, ist nicht so sehr viel. Okay, Tankstelle. Gibt's noch Metall? Schalterrohrfarbe ist doch schon mal gut. Das machen wir voll. Hier die Kleidungsstücke können wir noch stacken. Und dann ist das okay so, oder? Ja. Passt schon. Bestätigen. Jawohl. So, wie sieht's hier aus? Hier wird weiter recycelt, hier wird Wasser kondensiert, hier wird geputzt. Die Margaret ist ziemlich müde. Würde die nochmal eine Runde trainieren? Ja, offensichtlich schon. Cool. Sehr, sehr gut. Und wir müssen natürlich unseren Generator auch mal wieder ein bisschen Kraftstoff hinzufügen, damit hier nicht die Lichter ausgehen. Das wollen wir nämlich nicht. So, hier wird mal repariert. Sandsack. So. Und dann schicken wir ihn gleich nochmal dran zu einer kleinen Sparringsrunde. Und natürlich das Funkgerät nicht vergessen. Ort durchsuchen. So. Little Mary. Unser Bunker ist ganz schön groß geworden. Vielleicht sollten wir doch noch einen zweiten Putzeimer hier so hinstellen. Oder wir hätten Platz. Den Platz hätten wir. Blumenhändler. Na, ich weiß ja nicht. Aber manchmal gibt es da auch überraschende Dinge. Oh, die Carola. Die wählen wir aus. Und wir gucken mal. Nein. Nein, 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 nein. Quatsch alles. Brauchen keine Rekruten mehr, Freunde. Alles gut. So, kommen wir uns dem Blumenhändler jetzt. Nein, jetzt sind wir erstmal hier bei diesem kleinen Haus. Da brauchen wir aber nichts von. Von den Sachen, ne? Wir nehmen mal noch eins mit, weil wir nur ein bisschen Platz haben. Aber grundsätzlich. So, was kann denn die Maria machen? Die könnte, glaube ich, noch ein bisschen trainieren, richtig? Ja, trainieren ist immer gut. Hier wird gepennt im luxuriösen Stockbett. So, wie sieht's hier aus? Tankstelle, okay, dann werden wir mal die Fremden ruhig ansprechen. Tankstelle nehmen wir mit. Da wollen wir natürlich reingucken. Ja, der Brian. Handeln. Verdammter Halunke. So, den Halunke. Wir wollen mit dir handeln, ganz entspannt. Nein. Jo, er hat eigentlich nichts, was wir brauchen. Charisma ist eh schon voll am Anschlag beim Conny. Das passt schon, jawohl. Und wir nehmen uns hier noch Sachen mit, jawohl. Okay. Und schauen mal weiter. Guck mal, Recyclinganlage ist fertig. Dann nehmen wir uns das mal, aufheben und aufheben. Und werden natürlich weiter recyceln. Die müssen nicht stillstehen, die Dinger. Zumindest so mal hier 3 Schrotthaufen können wir da mal reinhauen. Zack. Und hier hauen wir mal rein vielleicht 3 Fernseher. Ne. Tipptopp. Und hier machen wir schon mal die Tür auf. Blumenhändler. Okay. Feder ist gut. Seil und Holz nehmen wir noch mit.
Laptop haben wir verschenkt. Nylon brauchen wir nicht wirklich. Eimer, ne, geht nicht. Seil geht auch nicht. Nylon geht auch nicht. Na, tipptopp. Jawohl. Und Bärchen. Dibi Dobby. Tag 98. Wir nähern uns der 100, Freunde. Oh, jetzt müssen wir uns erstmal hier konzentrieren. Oh, ja. Also, wir brauchen kein Essen aktuell. Oder müssen nochmal ein fettes Nahrungsmittellager bauen. Aber ich glaube... Ha! Das war sehr geil. Hat funktioniert. Schneller Finger, schnell geklickt. Tipptopp. Was macht der Jens? Der Jens wird noch weiter trainieren. Das werden wir mal reparieren hier. Tipptopp. So, du kannst auch noch trainieren. Und du kannst auch mal hier das Bett reparieren. Und dann müssen wir natürlich auch gleich noch die Recyclinganlage reparieren. Kannst du auch schon mal machen. Das ist fertig. Und schnell ans Funkgerät. Ah, große Apotheke. Jawoll. Tipptopp. Das ist ja ein Haufen Zeug hier. Was nehmen wir denn mal mit? Also, wir nehmen mit. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. So, das geht nicht mehr. Okay. Antistrahlungspillen. Okay. Valium und Antibiotika. Okay. Leder geht noch mit. Rohr geht mit. Schrotthaufen geht mit. Glühbirne geht nicht. Okay, wir brauchen aber... Also wir brauchen... Das brauchen wir definitiv nicht. Und Lebensmittel. Nehmen wir das noch mit, das noch mit. Glühbirne oder Laptop. Ach komm, nehmen die Glühbirne nochmal mit. Die bringt nämlich Draht im Zweifel. Ich glaube, das ist okay. Holz noch, das geht nicht, ja, passt, tipptopp, hier ist nicht mehr viel, Antibiotika, wer braucht Antibiotika, bis jetzt, mal jemals eine Infektion gehabt, dass ich wüsste, okay, Übertragung annehmen, jo, Draht wäre eine Möglichkeit, Schrotthaufen geht auf jeden Fall mit, Draht geht nicht. Hier Kleidungsstücke, das geht noch. Siehste. Gut, die Lebensmittel machen wir auf jeden Fall voll, den Stack. Das machen wir auch voll. Und Drähte, ja, kein Problem. Da haben wir keinen Mangel. Sicherung auch nicht. Okay, das passt. Das passt. So, sie hat hier ordentlich repariert. Jawohl, okay. Das Ding können wir nochmal reparieren. Und dann überlege ich, ob wir hier oben mal ein bisschen was aufrüsten. Was können wir denn hier noch aufrüsten? Also wir könnten die Haltbarkeit auf jeden Fall mal eine Stufe erhöhen. Das wäre eine Möglichkeit. Und das Ding können wir doch auch bestimmt mal aufrüsten, oder? Na, Kapazität kostet Rohr, das ist die Frage. Wir machen erstmal hier oben die Haltbarkeit. Das heißt, zieh dir mal einen Anzug an, Kollege Scott. So, Anzug ist gleich an. Okay, und dann kann er hier mal aufrüsten, und zwar die Haltbarkeit, bitte. Zack, Klappe auf und ans Funkgerät gehen, nicht vergessen. Objekte untersuchen. Eieiei, Gummi muss natürlich mit, Freunde. Also erstmal Draht mit, so ein komischer Schalter mit. Gummi muss mit. Gummi muss mit. Oh ja, haben wir schon hier ein bisschen. Okay. Leppi geht nicht. Batterie geht noch. Ja, Spielzeug ist voll. Die zweite Spielzeugkiste brauchen wir nicht, Freunde. Nein. Brauchen wir wirklich nicht. Okay, ja, tipptopp. So, und der Scott wird den Wasserfilter mal aufrüsten. Kleines Haus, okay. Nee, den Jens wollte ich eigentlich. Na gut, dann geht die Margaret hier erstmal das Wasser sammeln. Der Jens geht natürlich trainieren. So, jemand in der Ferne, da können wir ruhig davonschleichen. Und Scott
wird das Ding aufrüsten. Oh, das geht aber extrem schnell. So, warte, warte, warte. Wir können noch weiter aufrüsten. Nee, Gummi brauchen wir da. Okay. Naja, aber ist okay. Haltbarkeitsstufe 2, das ist gut. Jetzt hier nochmal reparieren. Hier nochmal reparieren. Großes Haus. Und dann kann er hier auch nochmal aufrüsten. Und zwar machen wir auch auf jeden Fall die Haltbarkeit. Ja. Und nochmal Haltbarkeit. Da haben wir beide nämlich auf Stufe 2, glaube ich. Ja. Beide Stufe 2 Haltbarkeit. Tja, was das jetzt hier so bringt, weiß ich auch nicht. Widerstand, Dekontaminierung gegen schwarzen Regen und Sandstürme, Geschwindigkeit. Aber wir haben ja nie Strahlung im Bunker. Hm. Komm, wir können uns das leisten. Wir können uns das hier, brauchen wir Gummi, na, Gummi wollen wir nicht. Widerstand. Och nö. Passt erstmal, würde ich sagen. Oh, nochmal mitwirken. Eieieiei, eine Dreiergruppe und er ist ganz alleine. Nee. Tipptopp, die wollen nur in unserem Bunker. Wollen wir aber natürlich nicht. Und nehmen uns hier noch mit die Farbe und den Motor geht nicht. Mhm. Oh, haben wir aber auch genug, ehrlich gesagt. Nagel geht natürlich auch nicht. Seil geht, okay. Ja. Ja, Seile haben wir nur 54, Freunde. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Und das. Ach nee, warte mal, Rohr. Rohr geht nicht. Aber Rohr wäre ganz gut, da haben wir nämlich nicht mehr viel. Lassen wir das Metall hier, nehmen das Rohr mit. Und dann passt das doch schon wieder. So, die Kleine hier kann nochmal trainieren. Trainieren, trainieren. Was macht sie hier vor lauter Schreck? Ich kann eigentlich auch noch trainieren. So. Übertragung annehmen, Objekte untersuchen. Wir haben Holz. Wir haben so einen komischen Schalter. Wir haben Glühbirnen. Ein bisschen davon, ein bisschen Wolle. Nagel haben wir hier nicht drin. Nein. Wunderbar, passt. Tipptopp, ich bin zufrieden. Und Scott. Schön wieder Anzug weg. So, sie hat Hunger, die Nancy. Gar kein Problem. Wir haben ja wohl genug Essen. Oh, und der Bello. Der kriegt hier erstmal wieder ein bisschen was reingepackt. Damit es uns nicht so geht wie letztens, Freunde. So, und dann wollten wir doch noch ein Putzding bauen. Das müsste hier bei Level 1 schon sein. Mob und Eimer, tatsächlich. Ja. Bauen wir hier noch hin. Zack. Zu zweit putzt es sich schneller. Und gerade jetzt im Moment, wo hier so viele im Bunker sind. Zack. Ja, fertig. Schutzraum reinigen. Läuft, läuft. Tankstelle. Aha, mhm. So, Deborah, altes Haus. Du könntest auch noch mal ein bisschen was lesen, ehrlich gesagt. Wie geht's ihr hier? Ah, sie ist ziemlich intelligent. Sie kann trainieren. Okay. Tippitoppi. Oh, und was haben wir hier noch? Der Ronald. Hast du unsere 10 Einheiten Nahrung? Wenn nicht, wäre das wirklich eine Schande. Unfälle passieren so einfach. Wir geben's ihm. Na, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Fühlst du dich nicht gleich schon viel sicherer? Weiß ich nicht. Ich finde das ganz schön gemein mit diesen Schutzgelderpressern. Das finde ich nicht so gut. Finde ich nicht gut, aber Ronald, naja, keine Ahnung. Wo können wir den denn finden, sag mal? Dass wir dem ein paar auf den Sack geben können. Keine Ahnung. Vielleicht ja in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.